Da brauche ich hier 1. Also ich brauche insgesamt 4,6088. Also 1, 2, 3, 4, 5. Das passt. Eine für Kohle. Reicht. Eine für Stein. Reicht. Eine für Uran. Reicht. Genau, das waren alle. Stationen waren das alle. Ich muss jetzt nur noch anbinden. Das machen wir jetzt auch eben. Wenn wir die angebunden haben, dann gehen wir hin und machen das den Rest. Ich hatte irgendwie noch geplant, das hier mit anzubinden, dass ich das hier dann zumachen wollte. Genau das für mich, was ich machen wollte. Dass ich einen vernünftigen In- und Output habe. Und dann wollte ich hier mich einen Output hinsetzen und so weiter. Genau, genau, genau. Ich muss mich erstmal wieder kurz reinfinden. Sorry, aber das ist halt alles gerade noch ein bisschen kompliziert. Kriegen wir hin. Müssen wir jetzt mich ganz kurz gucken, wie viel Fließbänder brauchen wir jetzt generell? Weil vielleicht können wir mich auf die hier verzichten. Weißt du? Die da sind. Dann sparen wir es mich jetzt hier durchzubohren. Das heißt, wir gehen jetzt gucken, weil das ist ja Kupfer. Dass wir die anbinden. Ist das so eine kluge Sache? Ich weiß es gerade nicht. Dann müssten wir die mich eigentlich gerade durchjagen hier. Und uns dann hier dran hangeln so und dann runtergehen. Macht das Sinn? Ich meine, wir können es probieren. Probieren wir es einfach mal eben kurz. Ich habe keinen einzigen Tunnel mehr, ne? Super gut. Gehen wir uns kurz welche holen. Ja. Ich habe schon die große Rüstung an, ne? Mein Gott. Immer noch zu langsam. Ja, nee, aber... Ansonsten mit dem Bauen da oben... Muss ich echt noch gucken, wie ich es mit Fließbänder überhaupt mache, die da durchzujagen, weil es ist ja doch ein bisschen platzkritisch, was die Fließbänder angeht. Da habe ich sie. Nehmen wir mal hier ein paar mit. Na komm, eine ganze Reihe, geht schon. So, machen wir davon mal 4. So, tauschen wir eben kurz aus, passt. So. Schienen habe ich, Haltestellen habe ich, Züge habe ich, das habe ich. Treibstoff habe ich theoretisch auch, falls ich ihn brauchen sollte. Sollte gut sein. Lampen habe ich sogar auch noch ganz viele. Alles top. Also eigentlich müssen wir jetzt hier vorankommen. Ich habe jetzt wohl kein Klippenzerstörmaterial, aber das ist jetzt auch gerade egal. Weil ich glaube, da sind keine Klippen in uns im Weg, ne? Außer die hier vielleicht, aber da kommen wir später erst hin. Müsste passen. So, dann fangen wir mal an. Dass wir die rechts durchjagen, die Züge. Das heißt, erstmal hier hin. Da dran bringen mit dem Kupfer. Das heißt. Das müsste dann hier auch direkt runtergehen. Da kann ich mal ganz kurz gucken, bevor ich jetzt wieder Scheiße baue hier. Da war ein Abstand, ne? Ja. Na, ja, nice. Machen wir jetzt nur nicht jetzt. Erstmal mit Geistplanung. Damit ich, wenn ich Änderungen vornehmen muss, das schneller machen kann. So, müsste mich jetzt hier generell hingehen. Und hier den ganzen Part mit runternehmen. Der muss weg. Die müssen auch alle weg. So. Generell muss eigentlich das ganze Ding hier weg. So nämlich. Dann brauchen wir ganz kurz hier nämlich einmal ein Fließband. Das können wir mal eben kurz langziehen. Weil die Kreuzenden können ruhig durchgehend sein. Das ist okay. Dann machen wir hier den. Und so weiter und so fort, ne? Die müssen alle einmal rüber. Dann kopieren wir ganz kurz das hier. Und ziehen die hier hin. Hier auch. So. Dann nicht zu vergessen natürlich das hier. Ne, ich will die ja nur einseitig haben. Geht das nicht irgendwie? Ne, es geht nicht. Das ist ja jetzt belastend. Hm. Damals konntest du den Geistmodus wenigstens durchziehen. Geht es leider nicht mehr. Aber wir machen es jetzt einfach so. Geht ja auch. So, und das kopieren wir jetzt nochmal ganz kurz.
So, und so, ne? Alle richtig rum. Dann machen wir hier nochmal ganz kurz ein Fließband. Ah, ist ja Quatsch so. Das geht ja nicht. Müssen wir hier nehmen. Da und da. So. Also das Kreuzen wäre jetzt nicht schwer. Es geht sogar schon mit gelben Fließbändern ohne Probleme, weil es immer Viererblöcke sind. Das ist ja eigentlich in der Hinsicht schon mal sehr optimal. Müssen wir ganz kurz gucken, wie tief wir hier runter müssen. Weil die gehen natürlich jetzt hier rein. Die gehen dann da rein. So, und dann darüber. Das geht dann einmal hier dran. Dann haben wir den ersten Block schon mal fertig. So, dann natürlich nicht vergessen, das muss natürlich hier auch runter. Ich hoffe, es passt ja alles rein. Das wäre mich sonst echt ärgerlich. Müsste es eigentlich so reichen, oder? Eben kurz gucken. Das sieht gut aus. Perfekt. So, und der kommt dann hier weiter. Genau. Also das ist ja schon mal kein Problem. Also dass sie hier dran passt, ist ja alles easy, ja? Müsst du nur bis hier hinbringen. Und dann kann es gleich ein bisschen komplizierter werden. Aber gucken wir mal ganz kurz weiter. Machen wir schon die nächsten 12 eben fertig. Ne, das wäre dann 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, die haben wir jetzt auch schon mal fertig. Die können natürlich von der gleichen Haltestelle hier hin, ist klar. Das heißt, die kommen dann von da. Dann machen wir natürlich jetzt ganz kurz einmal eine Löschung hier rein. Da. Und kopieren uns ganz kurz dieses Schmuckstück. Und setzen den hier rein. So. Easy peasy. Dann nehmen wir uns ganz kurz das Ding hier. Na, die Kurve, die müssen wir natürlich dann hier hinsetzen. So. Eben kurz alle verbinden. So. Und das Ganze natürlich nach rechts bringen. Zack. Geht eigentlich relativ schnell, ne? Also mit den Kopierfunktionen ist es alles recht easy. Gefällt mir. So. Damit haben wir die nächsten 12 schon mal. Wir müssen eben ganz kurz was nachgucken. Und zwar gehen wir mal ganz kurz hier hin. Nehmen wir mal ganz kurz hier einen Teil raus. Das ist ja egal. Knallen die alle hier hin. So, reicht ja auch kurz. Ah nee, das war schon richtig. Das muss ja hier runter, da runter, da runter. Jetzt müssen wir nämlich hier nach und nach immer einen runtergehen, wie so eine Treppe. Sonst passt's ja nicht. Habe ich das überhaupt richtig angebunden? Naja, habe ich. Okay, oh Gott sei Dank. Nicht, dass ich jetzt irgendwie einen falschen angesetzt hätte. Ja, nice. Wäre mich ärgerlich gewesen. Ein bisschen zu viel geplant hier. So, und da geht's dann runter. Bis dahin. Na, okay. Sieht aber noch alles okay aus. So, müssen wir das Ganze natürlich jetzt nochmal hier eben hier drehen. Ist klar. Dann nehmen wir uns am besten einfach mal hier ganz kurz den Block und kopieren ihn hier einfach rein. Ne? Sieht gut aus so.
Perfekt. Und das schon mal fertig. So, dann haben wir hier unser Kupfer. Die anderen werden doch ein bisschen enger, als ich erwartet habe, aber das kriegen wir alles noch irgendwie hin. So. Die nächsten 12 müssten dann hier lang. Da muss ich kurz überlegen, wo kommen die jetzt eigentlich überhaupt hin? Weil die sind ja dann näher dran jetzt. Oh, direkt daneben quasi. Okay, das kriegen wir hin. Heißt dahin. Dann dahin. Und dahin. Dann kopieren wir das hier. Dahin. Dahin. Und dahin. Dann binden wir die ganz kurz an, damit ich einfach weiß, wo wir gerade sind, bei welchem Punkt. Bis dahin müssen die, okay. So, kopieren wir nochmal ganz kurz hier die Ecke. Zack. Zack. Machen wir den schon mal fertig. Den können wir ganz kurz weiterbringen. So. Du kommst jetzt mal nach unten hier. Mit allen. Ja, hervorragend. Dann nehmen wir nochmal ganz kurz hier die Ecke. Na, muss ja. Dahin und dass mich das nicht meinte, die müssen mich nämlich gar nicht mehr hier hin. Haha, genau deswegen wollte ich mich nachprüfen. Weil ab hier ist mich dann der Knackpunkt drin. Eben kurz die Dinger hier anschließen. Aber es dauert mir gerade zu lange so. Machen wir es eben ganz kurz den hier. So. Nice. Erstmal verkacken. So, müssen wir mich ganz kurz gucken. Wie viele müssen jetzt noch hin? Das sind hier 4. Und nochmal 4, okay. Lol. Okay. Das muss dann dahin, oder? Ich bin mir das gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Eben kopieren. Also die Kopierfunktion ist mega geil. Heilige Scheiße. So, damit habe ich den ganzen rechten Anschluss hier schon mal fertig für Kupfer. Schick. Dann können wir mich jetzt zum linken gehen. Und dann machen wir den nämlich dran. Dann sparen wir uns nämlich den hier und versuchen lieber die hier rüber zu kriegen, weil die einfacher hier durchzukriegen sind. Ja. Das heißt, der muss nämlich gar nicht da sein, sondern der kann sich ein bisschen daran anschmiegen, weißt du? Jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wie viel das nochmal waren. Wie viel wart ihr? 56. Durch 4 brauchen wir also dann 14. Heißt hiernach noch 10. Ach, Bullshit. Ich meine. Nee, warte, 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jo, tatsächlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, einen von da. Hm. Okay. Aber das kriegen wir so weit hin, dass wir tatsächlich nur einen davon brauchen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Fortschritt. Das heißt. Dann fangen wir am besten links an, würde ich sagen. Wie kriegen wir den da durch überhaupt, ist die Frage. Weil der muss ja hier gehen. Ja, der ist ja safe schon weg. Das heißt, die 4 müssten eigentlich dann sich hier neben schmiegen, ne? Geht das? Da müssen wir ganz kurz gucken. Da müssten die hin. Das würde passen. Dann könnten wir hier abreißen. Das wäre drin. Da müssten die halt hier rum reinkommen. Dann können wir jetzt hier hingehen. Ne? Da müssen wir nur hier 4 Stück hinkriegen. Ist die Frage, wie wir das machen. Heißt, dafür müssen 4 Stück darüber. Okay. Nur wie?
Vor allem müssen wir den Treibstoff irgendwann wieder hier hochkriegen. Das ist auch nochmal so eine Sache, ne? Haha, Treibstoff wird auch noch witzig. Ja, ja, das, alle, das kommt alles noch, du. Das wird noch spannend. Hm. Ich meine, klug wäre es natürlich, wenn wir den hier durchbringen, ne? Aber ich glaube, das wird nicht passen. Ah, das war so klar. Wir können ihn natürlich da hinsetzen. Als Ausnahmefall. Tja, das machen wir auch, weil es einfach ein Ausnahmefall ist. Oder den lassen wir komplett weg. Und den schicken wir hier durch. So, weißt du? Beziehungsweise nicht da, sondern den hier. Ja. Müssen wir nur die anderen drei dahin bringen. Und zwar bis dahin irgendwie so. Das ist ja eklig. Ja, was wollt ihr zu machen? Ich kann es ja nicht anders machen. Geht ja nicht. Ich könnte höchstens hier rüber jagen. Aber es wäre dann auch irgendwie hässlich, oder? Boah, hier ist schon scheiße irgendwie jetzt. Das gefällt mir nicht. Ich bin schon fast überlegen, ob ich nicht hier irgendwie durchbringe. Na, einen Ausnahmefall muss es geben. Es tut mir leid, aber ich glaube, ich krieg's nicht anders hin. Auch wenn es optischer Scheiß ist hier. Ah, was willst du machen? So. Ich glaube, anders krieg ich es nicht hin. Dann können wir den hier auch wegmachen und den nach oben bringen. Weil hier muss später auf jeden Fall der Treibstoff vorbeilaufen. Das ist klar. Das geht auch gar nicht anders. Ja, und der ist halt dann überflüssig. Das ist ja, dass das überbleibt. Da lässt sich ja nichts verhindern. Dann nennt man das mich fertig. Und den Rest werden wir alles brauchen. Das heißt, hier muss immer eine Lücke rein. Da auch. Ah ja, nice, unten verkackt. Schön. Da natürlich auch. So. Aber insgesamt gesehen hat das doch besser geklappt, als ich es jetzt erwartet hätte. Weil es halt aussah, als müssten wir durch einen soliden Block kommen, aber witzigerweise hält sich das Design hier sogar so selber intakt, dass man das mit dem Viererblock durch die Teiler, also die Belt Balancer, perfekt auf 4, in einer Breite von 4 halt gehalten hat. Dass das halt so einen Block ergibt. Das ist eigentlich ziemlich gut für uns. Also ungewollt ist das sogar dadurch noch viel besser geworden. So, dann kopieren wir eben ganz kurz den ganzen Käse und knallen den einmal hier rein. Klatsch. Und hier natürlich auch. Klatsch. Und nee, das ist kacke so. Ich muss mal ganz kurz eben einen davon kopieren. Und den hier hinsetzen. Ah, so ist gut. Perfekt. Und die bringen wir jetzt ganz kurz alle dahin. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und nehmen uns den hier. Ziehen den eben durch. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass der dann sich hier mit einem einzigen Abstand da dran hält. Ne, eins zum Eisen halt. Das heißt, wir müssen dann da lang sein. Und dann geht hier die Kurve. Perfekt. Sollte, denke ich mal, alles klar sein, ne? Jetzt ziehen wir mal ganz kurz durch. Okay. Oh Gott, da muss ich erstmal dies noch. Entschuldigung. Huiuiui. So. Easy. Dann kopieren wir ganz kurz den hier, um hier das alles aufzufüllen. Ah, von der Höhe sogar genau passend. Perfekt.
So. Eben kurz nach unten gehen, schräg natürlich, ne, ist klar. So, und die Lücken eben füllen. Perfekt. Haben wir alles? Die müssen jetzt alle noch nach links gehen. Wird natürlich jetzt ein bisschen komplizierter. Heißt, hier müssen wir anfangen, dass wir... Ich glaube, wir fangen hier bei oben an, oder? Bevor ich jetzt irgendwie einen Scheiß baue. Immer innen anfangen, ja. Ja, klingt besser so. Dann kann ich die hier da setzen. Sehr gut, dann können wir jetzt hier hingehen und die Kurve nehmen. Ich hab besser, als ich gedacht hatte. Moment mal, hier so ein... Ja, doch, müsste passen. Gut, 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 gut. Dann gehen wir mit dem ganz kurz hier dahin. Nee, warte, das... Ich muss mal ganz kurz hier die Ecke markieren. Die muss dann dahin. Dann dahin. Dann hierhin. Und dahin. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, hoffe ich mal. Nehmen wir uns ganz kurz die 2. Ah, okay, da. So. Passt, ne? Dann ganz kurz nach unten gehen. So und so. Und da. Haben wir den schon mal angeschlossen? Perfekt. Und jetzt kommen die anderen ins Spiel. Die natürlich da dran müssen. Da bin ich schon 2 gegangen. Top. Eben kurz so weiterziehen, mit welcher hier links wurde eine Lücke vergessen. Perfekt, passt alles. Alter, das Konstruktionsgeräusch. Geil. Ah, ganz Linie verkackt. Zack, zack, zack und zack. Dann holen wir uns ganz kurz so eine kleine Ecke da hinten. Die hier. Dann nehmen wir die an, die an, die an. Die, aber ich habe verkackt hier, ne? Ja, habe ich. Schön, dann nochmal neu. Ja, so ist einfacher. 4 runter und dann nach rechts. So, dann können wir die nochmal verbinden. Das passt. Der passt dran, der passt dran und der passt dran und der natürlich auch. Perfekt. Und der kommt natürlich nochmal ganz kurz hier ganz hinten hin. Das heißt da. So. So, kopieren wir ganz kurz hier die Ecke. Tada! Jetzt haben wir genau die Linie weitergeführt bis genau hier hin. Hat gerade so gepasst tatsächlich alles. Also optimal für uns gelaufen. Ich glaube, besser hätte es nicht klappen können. Weil wir jetzt nicht in den Block reingekommen sind. Das ist optimal. Und wir haben genau hier den Ausschuss, quasi den Überschuss in dem Fall. Perfekt. Ja, ich meine, die Anwendung hier oben muss ja nicht perfekt mittig und alles gleichmäßig aussehen. Das ist ja auch Quatsch. Das kannst du auch gar nicht, glaube ich. Also ich glaube, in so einer Fabrik, egal welchem Ausmaß du die baust, absolut zu 100% perfekt spiegeltechnisch, also eher spiegelverkehrtechnisch. Mein Gott. Spiegelbild gleich und alles zu bauen, ich glaube, es geht gar nicht. Weil dafür müssten halt auch die ganzen gebrauchten Ressourcen exakt gleich sein und so. Ich glaube, das kannst du gar nicht machen. Gut, dann binden wir ganz kurz Stein an. Da haben wir jetzt hier, nee, Kohle ist das, mein Gott. 11, ne? 11. Also brauchen wir alle bis auf 2 davon.
Ja, da wird's mich jetzt schon komplizierter. Aber ich keine Ahnung. Überlegung ist natürlich, dass wir gar nicht mit denen anfangen, sondern mit Uran und so. Aber die sind halt auch nicht gerade so klein. Muss man leider dazu sagen. Die sind auch elf, ne? Also rein theoretisch. Ja? Vor allem die Rohre müssen auch noch da rein. Puh. Das ist schwer. Also es hat schon mal gut gepasst hier auf jeden Fall, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich die hier reinkriegen soll. Eins, was mir vielleicht einfallen würde, ist, dass ich das jetzt hier noch weitermache hier in der Ecke. Weil so mit der Kupfer- und Eisenanbindung finde ich ja schon mal ganz cool. Das passt ja auch. Das ist gut. Aber das jetzt hier durchkriegen, das wird nicht funktionieren, weil die halt auch in der gleichen Richtung gehen. Man kann natürlich einen Trick nutzen, dass man die halt dann mit unterschiedlichen Farben Fließbänder macht, aber wir wollen die natürlich später alle auf Express haben. Deswegen geht das nicht. Also Tunnel und dann über einen anderen Tunnel, das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssten die eigentlich dann verschieben. Was ich jetzt machen kann, ist, ich kann die ganze Station einfach einen rübersetzen. Ja? Also die da weg und dahin, dass wir die dann hier runterziehen. Dann sparen wir uns hier den Eckpunkt. Das wäre möglich. Dann müssten wir aber hier 22 Fließbänder durchdrücken. Das wäre auch okay. Ja? Jetzt ist nur der Punkt, da müssen wir halt bedenken, weil wir haben insgesamt 30, also 60 Stück. Ja, die hier rein müssen. Plus Rohre. Das passt nicht. Weil wir müssen ja dann frühestens hier anfangen. Das heißt also 1, 2, 3, 4. Mehr geht nicht. Dann müssen wir mindestens einen Doppeltunnel machen können. Hätten wir so, weißt du? Jetzt natürlich die Überlegung, wir müssen ja nicht ganz oben anfangen. Da kommen wir eh erstmal die Öfen für Kupfer und Eisen hin, auf beiden Seiten. Das heißt, das ist eigentlich nicht so relevant. Wir können es auch noch ein bisschen weiter nach unten reizen. Ja, das ist ja okay. Das ist ja nur der Start des Ganzen hier. Aber das können wir trotzdem noch ein Stück nach unten ziehen. Das heißt, in dem Fall hätten wir, wenn wir es so machen, dann würden wir die hier mitnehmen. Moment, haben wir gleich. Einmal bis hierhin. Ist das Problem, was ich jetzt daran sehe, dass dazwischen diese zwei Abstände sind. Aber wie soll ich das sonst machen? Weil ich habe ja hier ein konstantes Fließband, was wir mit einem Viererblock ja trennen müssen. So. Das geht sonst, glaube ich, nicht anders. Das heißt also, wir müssen das so machen, mit dem Abstand dazwischen. So traurig es auch ist. Nein, jetzt das ist Quatsch. Das unterste. Das heißt, das müsste dann hier dran gehen. Dann haben wir zumindest schon mal die Ressource. Das ist schon mal gut. So. Dann gehen wir hin. Da wir hier mindestens einen Abstand haben wollen, weil ich will es, wenn schon, auch von den Ressourcen getrennt halten. Ja, hier ist aber ganz dicke Ressourcentrennung am Start, Junge. Dann machen wir den hier ganz kurz weg. Und gehen damit nochmal einen tiefer. Weil das wäre jetzt dann halt Kohle gewesen. Dann kommt hier der nächste Punkt hin. Und das wäre dann Stein. Da brauchen wir 8 Stück waren das, ne? Ja. Ja, 8 Stück ist ja schon mal nicht schlecht. Das können wir genau als 2 Blöcke machen, so. Das ist ja schon mal optimal. Ist nachteilig jetzt, dann passt der ganze Käse hier natürlich nicht mehr, ne? Dann müssen wir hier nochmal anpassen. Was ein bisschen ärgerlich ist. Vor allem auch wegen dem Radar. Das ist jetzt natürlich auch im Weg dann irgendwie. Aber was willst du machen? Passt eigentlich rein theoretisch ein Radar? Einfach mal testweise. Hier rein. Oh. Das wäre natürlich auch noch eine witzige Sache, ne? Dass wir dann das Radar irgendwie hier reinsetzen. So, da in die Ecke so. Ein Abstand. Ein nach außen so. Ich glaube, das mache ich. Einfach mal testweise. Die sind natürlich dann nicht mit dem Raster drin. Ich weiß, aber was willst du machen? Irgendwo muss ich einen Kompromiss eingehen. Es klappt halt nicht anders.
lieber ein Radar mehr als, weißt du, das nachher nicht passt. Die halten sich eh selber in Stand, also von daher ist egal. Dann machen wir ganz kurz die hier weg. Auch wenn es ärgerlich ist, aber es geht ja nicht anders. Stellen wir uns ganz kurz hier hin. Lass sie das abreißen. So müsste passen. Dann holt ihr jetzt mit, wird jetzt ganz kurz alles hier ins Inventar rein. Generell hier, sowas kann weg.